Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Dann, Sie dürfen, Monsieur. Dann drücken Sie. Servus und hallo, willkommen zu Star Trek Timelines in den unendlichen Weiten des Weltalls. Und der Arno ist auch mit dabei. Ja, moinsen. Hallöchen und willkommen zurück. Es ist wieder einer dieser Tage, hat Arno gerade festgestellt. Immer wieder Donnerstags, dank. Sorry. Ist das sowas wie, es ist wieder Montag? Ach stimmt, so war der scheiß Text von dem Loser. Ja, okay, sorry. Das ist jetzt die dreiste Kopie, es ist Donnerstag. Du bist nicht das Trashpack, oder? Also, halb hier müssen wir über den auch mal wieder einen Witz machen. Keine Ahnung, ob es den noch gibt. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Übrigens, also falls da draußen, also wir haben hier öfter schon mal 1, 2, 3, 4 YouTube-Kollegen mit auf die Schippe genommen. So richtig ernst gemeint ist es nicht. Also jetzt keiner. Die sind ja alle toll und so. Ja. Handherz. Ich kann Personen, die ich nicht direkt persönlich kenne, kann ich sowieso nicht anbeefen. Also nur weil ich sie im Internet kenne, ist mir so YOLO, dann lösche ich sie einfach aus der Kontaktliste und das war's. So, da habe ich dann eh keinen Bock auf Streit, aber man darf ja noch immer seine persönliche Meinung über den Content anderer vielleicht haben. Ja, das schon. Einfach mal, bevor wir hier irgendwann irgendeine Lawine auslösen. When the shit hit the fan. Ach ja. Wie geht's dir, Valvo? Jo, gut, danke. Noch nicht PK geschaut. Nicht? No. Was sollen wir denn jetzt heute machen? Ja, dann tschö. Also. War's gut? Ist was passiert? War Action oder war wieder Gerede? Nee, es gab Action. Es gab einen Raumkampf, darf ich das so sagen? Okay. Es gab auch einen kleinen, wenn man so will, Bodenkampf. Aber der ist wirklich eher so klein, minimalistisch. Hat aber ein so WTF-Moment drin. Die Folge hat einen WTF-Moment drin. Okay. Nennen wir es so. ja, und da du nicht positiv? Weißt, wer es ist, ich bin sehr positiv. Die ganze Serie begeistert mich total und ich finde es von Folge zu Folge immer wieder besser. Mhm. Und es gibt tatsächlich jetzt einen weiteren der angekündigten Gastauftritte. Okay. Schräg, man weiß ja nicht, ob die, wie lange die immer alle so dabei sind. Sie nennen es jetzt einfach mal Gastauftritte. Angekündigten? Okay, also jetzt nicht die, die man schon wusste. Doch. Also Riker, Troy, Seven und Data und Whoopi in der zweiten Staffel. Whoopi in der zweiten, wobei, das wird ein bisschen dauern, bis die kommt wahrscheinlich. Also einer von den eben genannten taucht okay auf. Kannst dich auf etwas freuen. Mhm. Mehr wahrscheinlich sagt Seven, nachdem Riker gibt es ja nur im Doppelpack wahrscheinlich. Ich habe nichts von der Einzahl erzählt. Okay. Ja, aber schade, wenn Seven nur ein Gastauftritt ist, weil er hatte ich ja schon mit mir gerechnet. Aber das Gespräch hatten wir ja schon mal. Ja, jetzt, um genau zu sein, vor einer Woche, weil wo, an dem Donnerstag. Es ist wieder Donnerstag. Und im ewigen Kreis. Ach ja. Nee, ja, da, nee, also ich werde dir nicht verraten, wer es jetzt ist. Oder wie viele es sind. Oder wer gegen wen im Raumkampf und im Bodenkampf. Brauche ich alles nicht sagen. Kurzer Bodenkampf, so wie Kam im Krückstock. So, nimm das. Ja. Oder mit dem dritten. Das war fies. Es ist... Stimmt, Bobby Carson ist schon die vierten, ne? Vier!
Ich zähle vier Zähne. Das muss auch richtig betonen mit seinem Alter. Ich zähle vier Lichter. Auf seinen Lippen rumbei. Schön. Ach, wirklich gerade auch, wenn sie gar nicht so lustig machen. Es geht ein bisschen voran mit der Story. Es nimmt aber auch wieder so ein. Es nimmt das, also die Folge stellt ziemlich viel vor, weswegen erstmal das Tempo, dieses Aufbruchtempo, was wir nicht gegen Ende der letzten, also der vorletzten Folge haben, so ein bisschen rausgenommen wird. Ach so, wie ein bisschen wie bei Traumschiff Surprise, so. Oh, scheiße, wir haben doch einen Marderschaden. Ja. Jetzt fliegen wir los! Scheiße, Marderschaden. Geht mir jetzt verlauf. Obstgeschwindigkeit ist gerade sehr schlecht. Okay, nimmt wieder Tempo raus. Ja, am Anfang ist das Tempo wo raus. Die Folge baut welches Tempo? Es ist wie so ein 30er in der Fußgängerzone. Oh. Ja, okay, nee. Was ja, die ich? Serie ist um Patrick Stewarts persönlichen Körperbau herum geschrieben. Um es vielleicht mal so höflich wie möglich auszudrücken. Also ich fand schon, dass man so irgendwie von der Erde weg, die Crew hat sich zusammengefunden, hat ein Schiff gefunden, wir haben einen Steuermann, einen Doktor, wir haben PK, wir haben einen ersten Offizierersatz und ja, ein Schiff und werden losgedüst, um jemanden zu suchen. Glaub nicht, dass das in der Folge passiert. Okay. Den Spoiler gebe ich dir mal. Okay. Jo. Also was hast, womit hast du dann deine letzte Woche so verschwendet, wenn du kein PK geguckt hast? Ich habe gerade noch mein Bett aufgestellt. Au. Der Malibu kann wieder nächtigen. Juhu. Jetzt muss er nicht mehr 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Stück Timelines spielen. Ja, genau. Jetzt soll ich einen Augenring an, ich will schlafen. ansonsten so serienmäßig habe ich gar nichts geguckt eigentlich. Okay. Okay. Freak, der guckt keine Serien. Was ist da los? Was ist mit dem los, ey? Ich hab da immer so einen Schub, so entweder ich guck's gerne, dann guck ich vieles am Stück oder gerade gar nicht. Vielleicht bist du, was hast du mit Valve gemacht oder so. Nee, gerade ich, und außerdem muss man das immer ausnutzen, wenn man gerade so ein bisschen Bock auf Videoschnitt hat, weil dann das Let's Play ist immer ganz praktisch, wenn man sowas mal hat, diese Phasen. Das ist die Phase, wo man so richtig gut vorankommt, ansonsten ist es immer so ein echt innerliche Lethargie, die man dazu überfindet. Schon wieder hier die 3 Stunden Folge schneiden. Anfang wegschneiden, Ende wegschneiden, dann eine Dreiviertelstunde durchrödeln lassen, das Renderprogramm und dann das Ganze noch 10 Mal, bis du die Aufnahmesession durch hast oder so. Ja, oder live anschauen und dann so die Highlights rausschneiden und vorne packen, wie ich es gern mache. Das ist ein bisschen für einer. Den Aufwand betreibe ich nicht. Die Leute müssen, wenn schon, das ganze Paket gucken, um die Highlights zu sehen. Kannst du ihnen doch nicht das Zuckerbrot schon vorne weggeben, dann gucken sie doch nicht die ganze Folge. Mensch, die muss ich aber YouTube nochmal beibringen. Ey. Warte, ich könnte die langweiligen Folgen ganz nach vorne packen, die langweiligen Szenen. Jetzt kannst du nur noch besser werden. Ich bin gespannt. Ja, stimmt so. Für die Watchtime wäre das nicht so gut. Also Watchtime ist übrigens die durchschnittliche Zeit, die ein Zuschauer mit einem Angucken eines Videos des Kanals verbringt. Gibt ja eine, wie nennt man das, 101 Google Analytics Methoden, alles auseinander zu rupfen.
Von Geschlecht. Gibt's da ein Buch oder was? Nee, einfach Google Analytics. Wie heißt das? YouTube Analytics? Wie heißt denn das jetzt aktuell? YouTube Analytics, ja. YouTube Analytics. Aber Google Analytics gibt's auch. Das ist dann halt für die Webseiten eher. Ja, okay. Ja, kannst ja auch alles von Geschlechtern über Alter bis wer guckt wie lange, welche Playlist ist von wann bis wann gut gelaufen und ich habe das irgendwann auch, also ich habe es am Anfang wohl intensiv verfolgt, aber ich habe jetzt ja überhaupt nicht mehr richtig reingeguckt. Oder wenn dann nur wirklich auch direkt in einer Aufnahme oder am Ende einer Aufnahme, wenn man darüber gesprochen hat. Weil es, ich weiß nicht, ich habe einfach nur noch Bock, mein Kram zu machen und nicht mehr das, wo Google meint, mach lieber das, das kommt gut. Wobei du guckst schon so auf die Aufrufzahlen, oder? Was du letztens gemeint hast. Nicht mehr. Nicht mehr. Also letzte Woche meintest du, ah, das läuft ganz gut. Ja, es läuft ganz gut. Bist du ganz zufrieden. Aber also, deswegen sage ich doch jetzt nicht, ja, okay. Naja, aber du guckst ja da schon auf die Aufrufzahlen im Vergleich zu anderen Projekten oder. Okay, das ja. Aber ich sage jetzt nicht, dass ich wegen Aufrufzahlen ein Projekt einstelle oder vorziehe oder absetze oder. Ja. Da müsstest du 24/7 STO spielen, wahrscheinlich. Ja, also ich war echt sehr perplex, nachdem ich eigentlich mit STO irgendwann so ein Fazitvideo gemacht habe, wo ich nicht gerade sanft mit dem Spiel umgegangen bin und danach dann. Ich glaube, das habe ich gesehen damals. Sehr. Ich weiß nicht, wie schon noch Videos dazu gemacht habe. Wie kam das an in der Community? Das klingt jetzt wieder blöd, aber ich habe es neulich irgendwann mal wieder gesehen. Es hat mittlerweile über 3000 Aufrufe. Nicht so Daumen nach oben oder Kommentare oder so? Primär, ich sag mal, 90% Like, 10% Dislike. So würde ich vielleicht sagen. Okay. Manche haben auch geschrieben, dann so nach einem Dreivierteljahr, hey, es ist wieder besser. Sie haben den und den Kram, der kaputt war, inzwischen wieder repariert oder so. Weiß ich ja auch, weil, wie gesagt, es kamen ja ganze 6 neue Missionen im gesamten letzten Jahr. Das war der einzige gefühlt neue Content, den sie gebracht haben. Und da konnte man dann ja schon sehen, wenn man nur mal reingeguckt hat für die Mission, was sich da so getan hatte. Ja, und hier die letzten habe ich jetzt einfach komplett alleine aufgenommen, auch ohne Toni, weil die kann man dann in einem MMORPG, wenn man ihm irgendwas vorhalten kann, jetzt gibt es nur noch Missionen in einem Massively Multiplayer, in einem Massively Multiplayer. Ja, das M steht für Missionen. M steht für, nee, das steht für Mess, heißt das nicht Mess? Spaß. Sagen. Das bringt mich nicht an. Es hätte nichts verändert, so. Also an einem Multiplayer-Spiel, in dem man die Missionen alleine spielen muss. Ob das jetzt ein Dauerkonzept ist oder ob das jetzt nur daran liegt, dass sie ihr 10-jähriges Jubiläum mit dieser Mission gefeiert haben, weiß ich nicht. Ich hoffe nur, es ist jetzt echt nicht so, dass es der neue Weg ist, weil weiß nicht. Ich habe früher schon bemängelt, dass man, gerade wenn man so als Streamer das Spiel auch mal mit mehreren Leuten spielen will. Ja, wir können genau 5 Gruppen, also 5er-Gruppen machen. Ich und noch 4 weitere Zuschauer. Wer zuerst kommt, mal zuerst oder so. Ist echt nicht so. Mir fiel es immer schwer, muss ich sagen, das dann einzuteilen, wer wohin. Und dann musst du ja noch wieder Beta und Alpha, Beta, Gamma, Delta, was weiß ich, wie viele Teams machen. Aber du kannst es auch spielen mit so KI-Begleitern, oder? Ja. Okay. Aber deswegen würde ich auch gehen. Okay. Ich würde jetzt kein MMORPG Multiplayer-Spiel einwerfen, nur um es alleine mit KI-Begleitern zu spielen. Oder? Ja, naja, wenn es jetzt an dem Flair liegt und an dem Star Trek-Universum, das erlebst du ja auch alleine. Also. Ja. Den Teil kann ich verstehen. Fürs Let's Play fände ich es trotzdem angenehmer und für Streams wesentlich angenehmer. Wenn's größer klar, hol dir wieder Gastkommentatoren hin. Klappt meistens gut. Warte, wie, was? Habe ich was verpasst? Ich kann mich nur erinnern an deine alten STO-Folgen. Oh, die berühmten Folgen irgendwo was 25 bis 30 da. Irgend sowas, ja. Ja, hallo, hallo. Ja, überlegen bin, ob ich sie irgendwann mal löschen muss.
Das hat immer prima geklappt, also da würde ich lieber mit Bot spielen. Nein, also ich habe ja eigentlich, bis auf diese 5, 6, 7 Folgen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, habe ich ja eigentlich immer mit Dagome oder mit Sayobe und Dagome oder mit dir und Kenny oder mit wie waren Toni. das andere? Toni, mir fällt gerade die anderen, Bambi, Bambi. Chakotay, der jetzt irgendwie auch wieder anders heißt. Janeway. Hat sich hochgeschlafen. Nee, keine Ahnung, wie jetzt. Ich habe nur irgendwie Aber neulich. James Janeway ist auch ein komischer Name. Aber es ist schon mal der richtige Weg zu JJ Wars. Lots James Janeway. Lensflares. Oh Mann, ey. Da habe ich Jo. ja nicht mehr reingeguckt. Keine Ahnung, Bei wie der heißt, JJ? was der macht. Ja. Nee, ich zugegebenermaßen auch nicht, weil wir uns irgendwann so, weiß ich, der Kontakt hat sich verlaufen. Jetzt nicht im Streit oder so, aber einfach, weiß nicht, unterschiedliche Projekte angegangen. Okay. So, was mache ich hier eigentlich noch? Ich bin schon lange über mein Ziel hinaus. Was will ich denn? Was kommt da noch was Gutes am Ende, weil wo? Wir können es ja erstmal durchgehen, oder? Belohnung. Belohnungen des neuen Events, Phantomschmerz. Dann muss ich ja dann so das Doppelte machen, damit es sich erst wieder lohnt, oder was? Nö. Nö. Okay. Ja, Phantomschmerz. Ich Das spüre Paket schon. heißt mal genau so. Ich Du spüre schon spürst. den Schmerz. Ja, Worf muss den auch extrem spüren, weil guck dir mal den kleinen Finger an von dem, ey. Aua! Das muss aber wehtun. was ist denn da passiert, Freunde? Okay. Ich kann mich auch ehrlich gesagt an diese Geste nicht erinnern, dass er die so im Kinofilm gemacht hat. Das ist ja schon fast so eine Priestergeste so. Geht hin und seid gesegnet, meine Damen und Herren. Oder mein Schäflein, was sagen denn die Pfaffen da vorne immer so in der Kanzel? Kommet her, ihr kleine Ministrantenjungen. Irgend sowas gleich, sagen Genau. Der ist Klingone, Taktiker, Föderationssternflotte und kostümiert. Jo. Mit Sicherheit und Befehl und Diplomatie. Mit Sicherheit. Worf, mit Sicherheit. Also wieder die übliche Langweiler-Kombo. Ja, für ein 5 Sterne echt wirklich. Bäh. Dann Dann haben wir ein Redesign. Gab es so etwas schon mal? ne, ist neu. Das ist neu. Das ist neu. Oder mit Verfolger war schon mal, weiß es nicht genau. Und ich guck noch mal ganz kurz in die Wurfwerte, ob der irgendwie sich lohnt. Nee, nicht so. Hast du schon geschaut? Das nicht, aber wenn es so ein Dreier-Mix ist, wo alles ähnliche Startwerte hat, dann kann es hier nicht so richtig geil werden. 944 Phaser und Wow. 350 mögliche. Ist okay. Kommt denn noch ein bisschen Starbase-Bonus dazu? Moment, 9 plus 9, also 900 plus 900? 944 plus 350. Ach so, also 1200 nur oder was? 1300 vielleicht Ja. oder was? Genau, aber mit Starbase, also kriegt man den mit 1000 sowas. Also gab schon schlechtere. Aber jetzt nichts, was man unbedingt. Boah, den brauche ich. Ich meine, die goldenen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie hier bis zu den goldenen mich hochgearbeitet im Event. Zitze. Als Gildenleader muss ich sagen, schlecht. Das gefällt mir nicht. Diese Einstellung. Ich wusste gar nicht, dass wir uns gewandelt haben, so wie jetzt doch so eine profitgeiernde. Du musst jedes Event mitmachen bis zum Maximum. Und wenn nicht, dann fliegen alle raus oder so. Natürlich. Dachte, das wäre hier alles doch so auf freiwilliger Basis, aber okay. Freiwillig. Was denkst du?
Ja, ich dachte, es läuft hier genauso wie beim Tierwohl-Label. Alles freiwillig. Bei was? Tier, achso, das gibt es auch hier gar nicht. Tierwohl-Label. Okay. Damit können jetzt so Fleischerei- und Lebensmittelbetriebe in Deutschland angeben, dass das Wohl des Tieres bei Aufzucht und Schlachtung angemessen war. Aber natürlich auf Ach so, so freiwilliger ein Basis. Fragebogen, den da die Tiere ausfüllen, oder was? Ich Ja, ich wurde vorher vorgewarnt. Mit dem Blut unterschrieben. Das Schlachten tat ganz kurz weh, war dann aber auch schnell vorbei. Man nennt es Wellness-Schlachten. Wurde auf die Schlachtbank geführt. Habe ich noch was zum Essen bekommen davor? War das lecker? Als dann die Stromstöße kamen, kribbelte es einmal ganz kurz. Ja, wie eine Schlammmassagepackung. Es ist der Schweine Trip Advisor für Schweine oder so. So ähnlich stelle ich mir das vor. Oh Mann, ey. Nee, ist so ein Quark, den Anders. sich eine unserer Ministerinnen da ausgedacht hat, wird eh nicht funktionieren. So, also Jitsiadex, warum wurde sie denn überarbeitet? Weil wir uns Weil sie so über. hässlich war wahrscheinlich. Ich meine, wir haben uns ja, also ich hab, in letzter Zeit habe ich ganz oft das Gefühl, über Sachen, über die wir zwei uns relativ häufig beschweren, dass die Ja, irgendwie tatsächlich mal schon, ne? gefixt werden. Gucken die einfach unsere Videos oder was? Wenn ja, Grüße. Wenn nicht, warum? Leute, mach doch mal diesen Shop ein bisschen günstiger. Ja. Wobei ich hätte Mal neulich gucken, ob ein es klappt. 5-Euro-Angebot drin tatsächlich. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. 5 Euro, okay? Ja, 5 Euro für. Oh, was waren es? Das waren aber. Ich habe es mir nicht sicher gekauft, weil das waren nur irgendwelche Ach, Replikatorationen. Replikatorationen, ja, Ja. das hatten sie schon. Ich dachte mal, das 10 Euro oder ist, naja, 11 Euro, wenn man es genau nimmt, aufgerundet, wäre das günstigste. Aber 5 Euro, das Wahnsinn. ist ja ein Schnäppchen, wenn man es bräuchte. Das ist ja für nix, im wahrsten Sinne. repliziere sowieso locker 50% ohne Replikatoration. Bestehend aus irgendwelchen, weiß ich nicht, fertigen Schiffsbauteilen, die ich zum tausendsten Mal gesammelt habe. Also, wozu da Geld für ausgeben? Keine Ahnung. Ja, also gab ein Redesign von ihr. Weiß nicht, ob sie jetzt auch andere Fähigkeiten hat, also Merkmale, das kann ich nicht sagen. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Die war schon lange weggefroren bei mir. Ich habe erst gedacht, bis du es mir gesagt hast, dachte ich sogar, oh cool, schon wieder eine Jitsier, die so rumläuft. Hat mir das nicht schon mal. Hieß die. Ah nee, das war Worf mit Bürgerkrieg, ne? Die Ja, hieß. Okay. gibt's auch. Den deutschen Namen haben sie dann sogar beibehalten und nicht wieder ins Englische gepackt. Ja. Ja, sieht aber auch ganz gut aus. Also wieder Optisch. kontrastarm, Ja. aber besser als die alte Anime-Variante. Ja, vor allem bei der kann ich mich noch genau dran erinnern, haben wir uns so oft drüber unterhalten, mit diesen orangenen und türkisen Farben, die da massiv an den Rändern zu sehen waren, überall. Gerade bei den älteren Charakteren. Das ist jetzt hier sehr dezent geworden. Haben sie auf Discord dann schon gerätselt, wer als nächstes dran sein wird und so ein paar schlechte Character Designs gepostet. Bin immer gespannt, ob sie irgendwann ein Redesign von diesen einen Archer machen, wo sie dann aber eigentlich nur Ah 3 cm Hals runterkürzen müssten, damit ja. sie normal aussehen. Stimmt. Das wäre auch so ein Der Archer Redesign. Kandidat. Ich könnte schwören, das sieht genauso aus wie vorher, aber irgendwie sieht es jetzt besser aus. Spiegeluniversums-Tutor. Genau. Ja. Ja, Jo. dann haben wir die Blumentopf-Lady. Ja. Guck mal, wenn man die Buchstaben ein bisschen umdreht, hätten wir fast schon wieder Gloria. Aus Rechal. Rekal ist ein Stadtteil von Cleveland, oder? Gott. Sie zeigt doch schon so auf den Namen. Gloria. Oh ja. Ja, dann haben wir So. eine Dex, die ist unverändert. Die sieht auch noch okay aus. Ja. Da haben sie echt Schlimmere erwischt schon.
Auch wenn beim Gesicht, ich sagen muss, so ernst habe ich sie eigentlich nie gucken sehen. Aber, was die für Augenringe hat, ey. Wow. Sie war nicht sehr ausgeschlafen bei den Dreharbeiten. Und das ist auch so ein Hangheader-Drill. Da trägt jeder Augenringe. Steht irgendwo übermüdet? Nee. Nicht mal verzweifelt. Was geht denn da ab? Ja, dann haben wir die neue da. Arshin, die? Oder, ich könnte auch Mann sein. Das Gesicht schaut so weibisch aus. Gerade da hätte ich jetzt eher auf Mann getippt. Wegen dem Bartschatten und dem Doppelkinn da unten. Aber okay. Bartschatten? Okay. Schaut nach Drill aus. Achso, steht eh da. Zivilist, Pilot, Astrophysiker und Drill. Also wenn ich Drill da gestanden hätte, hätte ich gesagt, guck dir einfach die Tattoos am Kopf an. Ja, ja, deswegen, ja. Der also muss eigentlich, also wegen der Ratte, ja, da denke ich mir auch gerade, aber ich kann mich ehrlich gesagt gerade null an den erinnern. Vielleicht einer von denen, der jetzt hier mal geholfen hat, als die irgendwie Probleme mit ihrem Symbionten hatte, wo sie zur Trill-Heimatwelt gefahren sind. Ja, oder einer von diesen Prüfungen. Ist er nicht auch in verschiedene Körper geschlüpft oder so? Ja, der hatte doch immer mal so ein paar Prüfungen zu meistern. Ja. Aber an diese Ratte kann ich mich da nicht erinnern. Ja, die Ratten haben sie relativ häufig verwendet. Die kamen sogar bei Discovery, haben sie, glaube ich, in irgendeinem Background-Ding wieder recycelt. Die musste ja am Anfang immer mal O'Brien einsammeln, wenn diese riesen Ratten wieder irgendwelche Plasma- oder sonstige Leitungen angenagt haben. Okay. Das war ja so ein Running Gag. Jo. Was soll ich sonst sagen? Ich bin durch mit dem Event. Also durch ist in deinen Augen wahrscheinlich. Ich bin jetzt bei 130.000. 145.000. Sogar nochmal drüber. Deswegen habe ich ja irgendwann vorhin gesagt, was mache ich hier eigentlich? Wieso mache ich noch weiter? Aber wir waren gerade so im Gesprächsflow. Ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass in den Community-Belohnungen einfach nochmal irgendwann so ein vierter Arjin, wie man das aussprechen mag, freigeschaltet wird. Weil sonst hat man ihn nur drei. Naja, guckst du auf Community? Siehst du, da ist er ja drin. Da war doch eben noch Jetsier, oder ist die Jetsier schon durch? Es sind ja alle drei drinnen. Ist ja jedes Mal so bei jedem Bauevent. Wo muss ich gucken? Die Community? Alter, als würdest du das erste Mal spielen. Er macht mich fertig. Ich bin gerade dezent überfordert. Wo ist denn hier der Community-Button im Spiel? Hä? Da, wo wir gerade geguckt haben, bei den Belohnungen steht oben drüber Solo und daneben steht Community. Wenn du auf Community klickst, siehst du, Dex, Archin, Portal. Au. Ich glaube, da habe ich wirklich noch nie geguckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, da habe ich wirklich noch nie geguckt, ehrlich. Ich gucke auch nie zwischen Solo und Geschwader oder generell bei Bestenlisten, da bin ich nie drin. Da gibt es auch kaum was, also das lohnt sich überhaupt nicht. Ja. Gibt es das Community auch bei anderen oder nur hier bei diesem Event, wo es auch... Immer. Immer. Ja, aber das fällt halt fast nicht auf, weil wenn wir irgendwo sind, Geschwader-Rang, keine Ahnung was, 500 oder so, kriegst halt 50.000 von den Credits und das fällt dir wahrscheinlich nicht auf mit deinen 10 Millionen, 20 Millionen. 24. Ja, Entschuldigung. Aber ich bin A-Grunder, ich hatte mal 36. Aber die hohe Sparphase ist vorbei. Sehr schön. Das freut die Weltwirtschaft. Ja. Die Rezession endlich wieder ist Ausgaben. Fehlt doch, dass sie so ein Kreditpaket anbieten. Ja, gibt's doch. Du kannst da oben auf die Credits klicken und für 10 Dilithium kannst du 36.000 Föderationsmarken, also hier Föderationscredits kaufen. Naja, aber irgendwas, was man quasi irgendwann mal zurückzahlen muss, so ein Kredit. Da bringen die bloß nicht auf solche dummen Ideen. So, also bevor wir. Die hören ja zu, verdammt. Gefühlt ja. Also bevor ich sie wieder vergesse hier, wie das eine Mal, ich habe 4 Leute zum Unsterblich machen. Hui. Das eine Mal. Weißt du es noch? Ja.
Da musste ich sie eine Woche mit mir rumschleppen, die Charaktere. Unglaublich. 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 Habe ich auch, ich habe den No-Gate-Schrank-Knacker. Oh, da warst du gut. Danke. Ich hab's das. Das ist nur das obligatorische Geräusch von der Zigarette da. So, so ich habe den Lucien, den Teufel. Favre? Ist auch quasi ein Teufel. Wirst du nicht kennen, oder? Ja. Fußballer? Ja, genau, Fußballtrainer. Ich hatte jetzt eine 50-50-Chance, entweder Fußball oder Formel 1. Eins von beiden hätte es gepasst. Ich dachte, ich gehe mal mit dem, was mir so obvious ist. Ich habe die Miro Burnham. Oh. Ja, die, also ich habe sie zwar relativ hoch, aber noch nicht durch. Kommt auf 1008 Diplo. War schon wieder ein Diplo-Charakter. Ich muss sagen, bis Level 80 ignoriere ich eigentlich deren Traits total und dann werde ich erst neugierig, wer ist denn jetzt noch, also wo lässt sie absehen, wer wird gut. So Level 80 und der höchste Wert ist 500, da kannst du denken, nee, das wird nicht so. Aber trotzdem, gerade dann möchte ich die auch weitermachen, um sie dann halt einzufrieren. Ja, ja, das ist bei mir so, um wieder aber Platz zu schaffen. Bis dahin ist mir eigentlich der Charakter an sich immer so völlig egal. Oh, das könnte man schön rausschotten. Der Charakter ist mir egal bis 80. Das klingt sowas von falsch. Egal. Ja. Das klingt so falsch. Ja, ich habe Command ja. Chapel. Okay. Ich habe auch einen Arzt. Dr. Leonard McCoy. Das ist der reiseexklusive Charakter, den man nur über die Reise bekommen kann. Und ich habe mir jetzt ein paar Erwähnungen gekauft und dachte, ich mache den mal fertig, weil sonst hängt mir da ewig rum. Der hängt mir hier so rum. Und Vorteil ist eh, man kann sich entscheiden zwischen McCoy oder, ich glaube, Picard war's. Und dann entscheide ich mich halt einfach beim... Ist das der McCoy, der so eine Spritze anguckt? Ja, genau. Dann entscheide ich mich einfach bei der nächsten... entweder oder halt immer für Picard, wenn ich das bekomme, was ich eh selten bekomme, außer ich habe eine Zwei-Tage-Reise, dann kommt sowas mal. Aber so verliere ich quasi nichts, dann entscheide ich mich halt für Picard und den McCoy mache ich unsterblich und habe wieder ein bisschen Crewplatz. No. Mit 858 ja. Medizin kommt der auf echt nichts Brauchbares. Nee. Den so gleich einfrieren. Der andere McCoy, den es neulich gab beim Vier-Jahres-Ding, glaube ich, war es, der ist Hammer. Mhm. So, den hätten wir Philippa Georgiou, Klammern, bewaffnet. Georgiou bewaffnet. Wer ist wahrscheinlich schon längst haben. Die sind bei mir echt jetzt nicht die frischesten Charaktere hier. Sektion 31. Ach, die, okay. Ja. 4 Sterne. Er hätte jetzt auch 1012 Diplomatie, aber ganz ehrlich, ich habe so viele Diplomaten. Ja. Da friere ich auch schon über 1000 an. So, da behalte ich lieber, ist zwar auch ein Diplomat, ein Data Scrooge, 5 Sterne mit 1412 Diplomatie und 1088 Befehl. Okay. Ich habe den Colonel Worf als nächsten, das ist ja genauso, entweder Guinan oder Worf kann man sich auf der Reise entscheiden. Und da habe ich es jetzt auch mal so gemacht, dass ich jetzt den Colonel Worf Erwähnungen spendiert habe und dann entscheide ich mich einfach beim nächsten Mal immer für die Geilen. Dann kann ich den einfrieren, kommt nämlich auf 960 Diplo oder sowas. Auch nicht der Hammer. Und ich habe wieder Platz. Dies ist nicht der Hammer. Das ist schon cool. Das ist nicht der absolute Hammer. Prediction. mir fällt gerade ein, ich habe gar keine Musik an. Oh je. Ist das der Musikersatz? Ja. So, ja, das dürfte passen. Also diese 4 habe ich zum unsterblich machen. Bisschen oldschool, Command & Conquer. So, Snipping. Snippy. Schnibbi. Schnie, schna, schnimm. Oh Gott. Gott. Hast du noch wen zum Unsterblich machen? Nee, die 4 waren es. Okay. Ich
poste gerade nur noch den Schlafmützen-Data hier. So selten wie ich die 5-Sterne-Leute zusammenkriege, die muss ich dann einfach mal posten. Ja, ich glaube, du hast mehr 5-Sterne-Leute unsterblich als ich. Echt? Mhm. Was? Locker, also du machst ja mehr unsterblich als ich, was die 5-Sterne-Leute betrifft. Ja gut, aber das waren jetzt 1 5-Sterne und 3 4-Sterne, ne? Ja, aber generell so über die Zeit, also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 11 Leute unsterblich. Ich habe gerade noch festgestellt, dass sicher ich mehr. Neues Leben und neue Zivilisationen habe ich irgendeinen Rang erreicht. Collection. Ein bisschen mehr Diplo-Punkte. Hey, yay, Diplo. So. Zack. So, also von den Goldenen hätte ich, zähl mal mit, Garak, Sato, Surak, Bajir Bel Aufstand, Q als Gott, T'Kufma, Commander Kira Nerys, Zeitwächter Tenevec, Data als Scrooge, Gloria aus Cleveland, Jean-Luc Picard, Spiegeluniversum, Lieutenant Commander Uhura aus dem ersten Kinofilm, Dr. Hugh Calver, Commander Troy, die Besoffene aus dem 8. Kinofilm, Enterprise Epica, Etana Joel, Phlox Defensiv, Minuet, Kirk Überlebenskünstler, Captain Spock, Durango Troy, Ada Ruafo, Cisco Glücksspieler, Janeway entschlossen aus Ein Jahr Hölle mit der Uhr in der Hand, Dr. Pille McCoy, das ist der, den wir eben angesprochen haben, den es zum 4-Jahres-Event gab, Barclay Protomorphose, und dann verließen sie ihn. Wie viel waren es? 26. What the fuck? Na, was sage ich? Okay. Okay. Ich kenne deine Crew schon besser als du. Denk mal, weil du hast es öfter, dass du die Leute, die es so viermal gab, dann einfach noch unsterblich machst. Ja, so, das kommt daher, weil ich immer ganz viel Ehre angespart habe. Hast du irgendeinen von denen schon mal eingefroren? Von den Fünfern? Nein. Mhm. Nein. Okay. Die Fünfer behalte ich, bis ich irgendwann wahrscheinlich mal einfach eine Schnittmenge bei der Diplo machen muss, wo ich sage, so, 20 goldene Diplomaten, ich glaube, die brauche ich auch nicht alle, schmeiß mal die unteren weg. Aber so viele, warte mal, goldene Diplomaten, oh. Oh. Okay, also Sato, Scrooge, Gloria, Commander Troy und dann verliert, naja, der Enterprise Epica, ja gut, da kommt aber auch, 1, 2, 3, 4, 5, ich habe 6 goldene Diplomaten. Das geht noch nicht. Wobei ich ja immer eher gucke beim Unsterblichmachen, so haben die gute Werte, bringen die mir was und sind in Collections dabei. Da ja, da haben wir schon mehr drauf. Das ist bei mir sehr passiv mit den Collections. Naja, außerdem habe ich noch 9 Erwähnungen, die ich noch nicht verwendet habe. Immer noch, Alter. Immer noch, ja. Bei den 4-Sterne-Leuten habe ich mir noch extra welche gekauft, damit ich die mal wegkriege. Na, für ihre umgetauscht. Ach so, ich dachte, du hast jetzt so ein 5-Euro-Paket gekauft. Nee. Genau, damit ich da mal ein paar wegkriege. Ja, und die 5-Sterne-Leute. Mittlerweile auch schon einige. Und so wie du sagst, die haut man halt dann auch nicht in die Gefrierkammer, was man mit den 4-Sterne-Leuten eher macht. Ja. Und wenn ich jetzt so runterscroll, im Crew-Bereich, da sind schon über die Hälfte goldene, die ich da drinnen habe. Schon krass. Das glaube ich, ja. So ein, was ist denn das, ein 66%? Okay. Heftig. Was, das sammelt sich so an. Ja, ich meine, die goldenen behält man halt alle und die lilanen, ja, das ist eine Schnittmenge, würde ich sagen, einer von 10 bleibt mal oder so, würde ich grob so sagen. Ähnlich wie beim Überraschungsei damals. In jedem 10. Ei, da ist ja was dabei. Oder wie war das noch? So ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich brauche bei den lilanen, wenn ich so durchscroll, ist bei mir locker
80 bis 90% schon 4 Sterne. Dadurch, dass ich ja primär eigentlich immer diese Pakete kaufe, wo 15 Karten drin sind. Am liebsten immer da, wo auch viel Dilithium bei ist für die Reisen. Habe ich teilweise Charaktere, die man so ultra selten kriegt, dann irgendwann auf 4 Sterne schon hochgebufft. Ja gut, wenn die 4 Sterne sind, mache ich sie unsterblich auch gleich. Ja, nee, Dann das level auch. ich die durch. Das sind mir zu viele. Du musst dich meine ganzen Kryptonen opfern hier. Das geht ja gar nicht. Aber ich habe sowieso schon wieder alle auf Stufe 99. Alter, das Bis ist auch. auf 2 Lilane und den Amus, den ich schon zum 5. Mal bekommen habe und gerade oder zum 6. Mal und gerade weiter hochlevel. Auf willst du den zweiten Amos hochziehen, Naja. ja? Ja, Ja, der kann ich lohnt sich schon. mit den Werten. Doch oft der Reise dabei. Okay. Judy, wollen wir noch mal einen Blick ins Time Portal werfen? Da habe ich übrigens immer noch, wie viel sind es mittlerweile? 46 Pakete ungeöffnet. Ich Ja, du warte auf behältst. diese Mail. Aber wartest du auf die Mail oder guckst du auch in die Mail, ob der Charakter, der dir noch fehlt, auch wirklich da drinne ist dann? Wenn die in der Mail sind, dann sind die alle dabei, die kürzlich reinkommen. Okay. Ich habe mir jetzt, es gab letzte Woche, glaube ich, irgendwie dieses 15-Pack mit 2000, 3000 Lithium. Okay. Die habe ich auch alle gleich aufgemacht. Dachte mir aber während des Aufmachens auch so, könnte ja jetzt Scheiße, auch kenne ich vielleicht warten. schon. Ja. Aber nee. Da ist eine Zahl und die blinkt und die muss weg. Blinken tut sie ja noch nicht mal. Sie steht ja einfach nur da. Aber stell dir vor, die wird blinken. Oh, Trigger, Trigger. Jo, dann hätten wir hier Lieutenant Commander Ich-Epp. Ja. Hat beim letzten Event einer bekommen, glaube ich. Ich glaube, das ist gerade die bekommen. Und Mallet und Failamia waren, glaube ich, knapp daneben. Aber Montag ist auch immer so heftig, weil es da so krass abgeht. Und Naja. Montag sind nochmal alle extrem im Spielen. Da verliert man oft zu viele Positionen noch. Es ist ausgerechnet der Tag, an dem ich eigentlich meistens am wenigsten kann, also beim Event teilnehmen, weil Arbeit. Freitag nachmittags ist es ja schon eher ruhig im Büro, ja? Und montags darf es dann erstmal den Rest vom Samstag, Sonntag inklusive Motor wegscheffeln. Und dann ist es 3 Uhr, 4 Uhr nachmittags, bis du da durch bist. Und eine Stunde am Event teilnehmen, ja, YOLO. Vor allem bei so einem Bau-Event, was der letztes Mal auch nochmal war am Ende. Ja, das war so ein Mix-Event. Erst Shuttles dann bauen, glaube ich, ne? Genau. Ja, dann haben wir die Decks, die Archin, Phantomschmerz, aufgehende Sterne. Aufgehende Sterne. Mahlzeit. Nee, das ist ein Taschentuch. Ich habe Achso. gerade Nasenbluten. Oh. Ich dachte nur, ich unterbreche deswegen die Aufnahme mal nicht. Das eigentlich klingt zu blöd jetzt. Das weiß ich noch nicht. Klingt lustig. Nee, das Lass uns lasse ich alles lieber. versprechen. Nee, bitte nicht. Ja, was denn, hallo? Moin, moin, Leflüt. Das ist so nervig, ey. Das hatte ich damals häufiger, Nasenbluten. Damals. Ja, dann habe ich eine Nasen-OP gehabt und dann ging es besser. Einfach alle Adern veröden lassen. Nee, das war eigentlich weil ich kaum Luft bekommen habe. Oh, das ist So eine schlecht. Nasenscheidewandverkrümmung und dann habe ich immer nur durch das eine Nasenloch Luft bekommen und da haben wir gedacht, irgendwann, sollte ich vielleicht doch mal angehen. Ja, Bei so so ein Blödsinn Verkühlungen oder so weiter war es immer dezent doof, wenn man da keine Luft kriegt. Eine verstopft, dann andere Ja. existiert eigentlich physisch sowieso gar nicht. Und Genau. blöd. Ja, so ein Blödsinn hatte mein Vater auch mal, lag da auch mal ein paar Tage mit im Krankenhaus. Ich erinnere mich, das war früheste Kindheit sozusagen. Ja. Lässt man sich freiwillig die Nase brechen. Muss er sich mal reinziehen lassen. So. Ja, aufgehende Sterne mit Spock, Dex und Burnham.
Dann haben wir Sonneneruptionen mit Garrett, Spock und T'Pol. Spock ist da wieder vertreten. Uiuiui. Der haut da Garrett wieder eine rein mit seinem Lampenschirm. Diese Frisur von Garrett, ey. Ja, damit komme ich auch nicht klar. Ja, so eine typische 80er-Frisur, oder? Geschichte da. Hm. Die hatte ich neulich, glaube ich, ist das die 5-Sterne, ja genau, die hatte ich neulich auch als 10-Euro-Paket im Angebot bei mir. Ja, genau. Habe ich aber auch links liegen lassen. Dann haben wir Kurssetzer mit der neuen Ilia. Ilia. Das Paket, Sterncharakter oder wie heißt es? Nee, Sterncharter. Mhm. Das habe ich mir geholt einmal und habe prompt sie gezogen. Ich auch. Und dann habe ich es auch wieder gut sein lassen. Ja, dachte ich mir auch. Weil ich dachte, okay, die Detmar habe ich und den Zulu habe ich. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, den einzig anderen lilanen Charakter noch zu ziehen? Hast du mal geholt, weil ich die Detmar auch noch nicht unsterblich habe? Und da dachte ich, na komm, vielleicht klappt es. Nee, ja. Die habe ich. Die hat die 4 von 4. Ich dachte mir nur so, okay, Elia. Mit ganz viel Glück einer der anderen drei Goldenen oder so. Aber bitte nicht Detmar und bitte nicht Zulu. Und prompt einmal Glück kommt und nach, okay. Ja. Glück aufs Kreuz. Reicht. Besser wird's nicht. Besser wird's nicht. Was interessant wäre bei dem Wyatt, ob da auch das Pult mit dabei ist. Vermutlich. Der. Das wird das vorschuppelt, oder? Naja. Plus Pult. Du darfst wahrscheinlich auch 100 Mal bauen, das Pult. Oh Gott. Vergiss nicht, die hören zu. Wie heißt der Riot? Wyatt. Weil wie da kam beim 8. Kilo. Guck halt aufs I. Nee, ich hab's. Ich war ja schon in der Kammer. Ja, ist definitiv mit drin. Das Charakterbild hatte das Pult mit drin. Okay. Ich glaube, das ist der aus dem 8. Kinofilm. Oder 9. Wenn, dann würde ich eher sagen 8. Das war der wahrscheinlich bei Worf am Anfang mit auf der Brücke stand, der Defiant. Ich glaube, da hat er auch kein langes Leben. Da habe ich gleich mal reingeschaut. Ich weiß nicht, die Defiant hat ja überlebt. Eventuell er auch. Komposition ist auch wieder gut bei Sterncharter, wo Zulu so auf die Ilia so fechtet. Von hinten so piek, piek. Ja. Ja, und Detmar und Tuvok gucken irgendwie so ins Leere. Mhm. Bedeutung schwanger. Es ist auch nicht wirklich einer dabei, wo ich sagen würde, ja, da unbedingt, also die 5-Sterne-Leute sind so toll. Das ist ich glaube, Paris ist so eine Kombination, die ganz brauchbar ist, die sehr selten ist. Ob das nicht der ist, der Medic und Engineering hat. Was okay. Es ja so gut wie nicht im Spiel gibt. Aber jetzt auch keine Hammerwerte. Hast du mal nachgeguckt? Warte, ich guck mal. Den habe ich ja einmal. Aber er hat als Base-Wert Befehl und das zweiten Wert Ingenieur und das dritten Medizin, also der wird auf nichts Tolles kommen. Nee, okay. Ja, und dann haben wir noch Chronitone für 11 Euro, die Portale, ja. Merit Rewards und der übliche Schiesel. Ich mach mal die kleinen auf, zumindest die kleinen Premium-Portale da, die 4 Stück. Ja, ich bin auch gerade hier bei den kostenlosen. Und bist du beim Event auch schon durch? Nee, nicht mal noch angefangen. Was? Bis jetzt noch im Bett rumgeschissen. Ih, du scheißt im Bett. Ja, darum brauche ich öfter was Neues. Ach so. Das erklärt's. Oh, warte, und Reise, sollte ich langsam zurückrufen. Ich glaube nicht, dass die 8 Stunden packt. Ja, meine Reise so rückwärts braucht noch 13,5 Stunden.
frag mich morgen Nachmittag nochmal. Ja, klar. Das merke ich mal bis dahin. Chronitonen habe ich nicht mehr so viele nach dem letzten Pack da. Wollte eigentlich sparen und da kommt wieder so ein Package dazu mit neuen Charakters. Ah, dammit. Und sie hat mich wieder. Vor allem 46 ungeöffnete Packs, aber sobald ein neues Package kommt, muss ich haben. Ja, kann man ja nie genug haben. Ach, gönnt sich ja sonst nichts. Ja, ansonsten sind wir eigentlich durch. Jo. Ach, guck an. Ich gucke auf die Reise und habe eine Blumentopf-Lady drinnen. Na, welch ein Zufall. Das ist doch gesteuert. Aber hallo. Starbase haben wir gerade erreicht auf 110. Also Modul 110 baut sich aus. Fähigkeit plus 8 von den Dingens, von den Command-Werten. Mhm. Das heißt, theoretisch können wir jetzt da mal drüber gucken, was wir haben, und dann schauen wir nächste Woche nochmal, dann sehen wir, um wie viel sich's verbessert hat. Dann notieren wir uns das? Ja, nee, da denke ich nicht dran. Okay, gut. Also mein Bester hat gerade 1300 Befehl und der Zweitbeste 1238. Also mein Bester 1476, Zweitbester, ja, du hast auch mehr 5 Sterne, Leute, unsterblich. 1463 und dann 1400. Dann geht's aber auch arg bergab. Wie im Pausenhof damals, also mein Papa hat das und das. ja, warte mal. Das war schon das letzte Mega-Event, oder? Echt? Ich glaube, Nummer 4 war das jetzt. Oder? Nee, das dritte. Nächstes Mal kommt dann noch Shuttle. Macht dir so viel Spaß. Naja, das einzige Positive am Shuttle ist, es ist so ein Chroniton-Rückgewinnungsding. Mhm, stimmt. Endlich mal, wo man das Zeug nicht ausgeben muss. Aber beim Skirmish habe ich neulich auch schon so viel davon rausgehauen. Ja, das auch. Aber man kriegt auch wieder so viel rein. Wenn man es intensiv macht. Manchmal hat man beim Skirmish richtig gut Glück und dann kriegst du so 150 oder 306 Chronitonen einfach mal mit einem Schlag so ausgezahlt. Oder irgendwie, ich weiß nicht, muss man da irgendwas Spezielles für geschafft haben? Das Schiff vom Gegner in Zeit XY besiegt haben, nee, oder so? Zufall. Echt alles Zufall? Das Hallo, ist es ist Timelines. Ja, sie können ja nicht alles über Glücksspiel ablaufen lassen hier. Manche munkeln schon. Ja, okay. Wenn ich mal auf die Q-Kämpfe anschaue, denke ich mir auch, okay. Witzig ist, da habe ich letztens eine Diskussion mitbekommen, wieder auf Discord, wo über diese Q-Herausforderungen es ging. Und da fällt es vielen genauso auf wie mir, dass es bei jedem dritten Kampf schwerer ist. Also das scheint vom Spiel gesteuert zu sein. Also zweimal kämpfen und dann wieder sein. Genau, also jedes Mal, bevor diese Siegesserie da kommt quasi. Deswegen nehme ich dann das dritten, sechsten, neunten Gegner und so weiter immer irgendeinen, wo ich mal sicher bin, dass ich da gewinne, der irgendwie massiv unter meinen Werten hat. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist. Nicht so. Klingt jetzt nicht so. Ich meine, ich spiele es jetzt noch nicht so häufig, das Q-Ding da, ne? Was machst du, warte mal, du hast dann, wenn die Siegesserie ist, genau, 1, 2, 3. Und beim dritten machst du dann was? Gegen einen einfachen Gegner kämpfen. Also so eine, wo es immer nur so 10 Trophäen genau. Da gibt, wie die heißen. Ja, je nachdem halt. Ist auch nicht immer gleich. Auf jeden Fall welche, die ich mit den Werten auf jeden Fall locker schlag. Nö. Gerne in die Kommentare, wie es euch so geht, ob das euch auch schon aufgefallen ist. Ah, da das eben auf dem deutschen Discord das Thema war, dachte ich mir, alles klar. Fühlt sich nicht nur so an, sondern scheinen noch mehrere das Thema zu haben. Es fühlen mehrere Leute. Außer Scheu, die sagt sich, I sense. No.
Ja, er wird auch nie alt. Geht immer. Müssen wir so als Einspieler immer haben. Neues übrigens, dass es keinen Cooldown mehr gibt. Ja, das ist so geil. Von Kadetten und Arena, das geht so schnell runter. Im ersten Moment dachte ich, wie ich das gemacht habe, so, hat er das jetzt nicht angenommen, den Klick? Wieso ist das schon wieder aufgeladen? Hat irgendwas nicht funktioniert? Was ist da total, total komisch? Ich muss gestehen, ich habe ja, das habe ich ja schon oft erzählt, dass ich diese Kämpfe gar nicht mehr beachtet habe. Ich klicke die an und packe das Handy beiseite. Mir ist es egal, ob ich da gewinne oder verliere. Ja. Weil man schwebt sowieso immer nur so in den 20. Also wenn man gar nichts macht, man schwebt dauerhaft im Tümpel der 20.000 Bereiche rum. Kriegt seine, weiß nicht, 30, 40 Baupläne pro Tag, fertig, YOLO. Und mir fiel es dann nur irgendwann auf. Mein Gott, das ist aber schnell weg hier, kann schon wieder und schon wieder und schon wieder und schon wieder. Wow. Bis dann irgendwann, wenn hier oben Klick gemacht hat, ach guck mal, der Cooldown ist ja weg. Ich kann direkt nach dem Kampf gleich wieder den Kampf machen. Normalerweise war es so Kampf, abwarten. Cooldown abwarten. Tee trinken. Es waren ja jetzt mal so 2 bis 3 Minuten, je nachdem, wie schnell der Kampf vorbei ist, ne? Ja. Bei der Kadetten ist mir halt so aufgefallen, ja, dass es halt sofort wieder verfügbar ist. Hat er den Klick jetzt nicht angenommen oder was war denn da jetzt gerade das Problem? Ach, der Cooldown ist weg. Ja. Nur eine Unschönheit ist ein bisschen, dass nach seinem Kadettenkampf, dass man wieder draußen ist, also auf dem Hauptmenü, ja, und wieder, ja, reinklicken muss. Das ist bei der Arena anders, weil da bleibt man drinnen. Kann gleich, ja, auf den nächsten Gegner klicken. Das fällt mir erst auf bei so einem Cooldown von 3 Minuten, aber ist dann schon, es wäre schon ideal, wenn man auch drinnen bleiben würde. Also hier Disruptor Beam, ne? Einfach mal länger drinnen bleiben. Bringt mir Spaß, Freunde. Weh, ihr reißt das aus dem Kontext. Das war so gemeint, wie es gemeint war. Genau, das war in den Nachrichten mit der Version 7.4.0 mit Battle Arena und Kadetten. Keine Cooldowns mehr. Und da haben sie auch echt lange damit herumgeschissen, weil das haben sie schon vor 2 Monaten angekündigt oder sowas. Ich wollte gerade sagen, ich habe also echt damit. Locker letztes Jahr noch. Ja. Also ich bin auch der Meinung, wir hatten schon mal drüber gesprochen und haben, du hast glaube ich eingeworfen, es muss jeder einmal sein Programm ausgeschaltet und wieder eingeschaltet haben, damit es läuft. Und ich habe wirklich die ersten 3 Wochen gedacht, mein Gott, jetzt muss doch mal endlich der Letzte sein Programm mal neu gestartet haben. Man kann doch nicht 3 Wochen das Spiel durchgehend laufen lassen haben. Wenn oder die so das noch so komisch geschrieben haben, das erfordert einen kompletten Neustart, so dachte ich, ja, come on, dann nehmt halt mal die Server für 3 Minuten offline. Ja. Auch dafür müssen sie sich ja jedes Mal entschuldigen. Das haben sie es endlich mal geschafft nach 2 Monaten. Sollten sich ein Vorbild an Raid nehmen, was ich auch spiele, dass sie die Server jeden Tag down. Also, die sind komplett überlastet, die Server. Ist auch kein Wunder, die machen ja auch gefühlt bei YouTube. Ja, die bomben zweite Werbung. Alles voll. Das verändert alles. Raid, ja, das Spiel des Jahres. Die es Bombe verändert alles dein ganzes Gaming-Verhalten. Ich so, Leute, es ist ein Game. Es sieht nicht mal wirklich toll aus auf dem Vorschau. Moment. Es verändert jetzt wirklich nicht mein Leben. Die buttern halt alles in Werbung rein und scheißen halt ein bisschen auf die Server. So, Leute, wir haben jetzt hier einen Windows 95 Server, aber wir haben noch 1 Million für Marketing. Was machen, yay, wir? Marketing! Marketing! Neue Spots auf YouTube! Vor allem mit dieser nie synchron sprechenden blonden Lady, ja, die da immer so zwischendurch, das verändert alles. Ja, und das stimmt, verändert, ja, und geschlossen, 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 alles, alles. Und dann geht man mal kurz wieder auf und sagt, geht's noch billiger? Ja. Es gibt die Spots auch wirklich in allen Dingen, in 5 Sekunden, in 10 Sekunden, in 15 Sekunden, in 30 Sekunden Varianten. Da fühle ich mich dann auch immer so ein bisschen schlecht so und ich mache Content dafür. Aber ich habe Content gemacht, echt? Bevor es diese Werbungen gab. Ja, ja. Ich spiele das gern, das Spiel. Es hat alles verändert, Arno. Jetzt sag ich es dir, es hat alles verändert. Warte. Ich muss mal gucken, was der Volvo hier so macht. Was der Volvo so macht? Race 07 Beast 1991 Belgium 20. Das ist 3 Zahlen in einem Text. Streckenvorstellung. Trin 4 28. Transport Fever 2 31.
Raid Shadow Legends 40, Goldfass und was? Rotos Fusion. Genau. So. Wir haben auch so Fusionen. Okay, voll der Abklatsch. Für mich ist es in Englisch. Und es ist Fantasy, Abschreckpunkt Nummer 2, ich bin weg. Aber es ist tatsächlich ganz cool, wenn man andere Mobile-Spieler auch kennt, dass man dann, dass man sogar so wie Timelines dann richtig schätzt und sich dann denkt, hey, also die haben das im Griff, was so Server betrifft zum Beispiel, Game-Stabilität. Da muss ich echt sagen, Hut ab vor Timelines. Ja, sie haben zwar ab und zu auch Ausfälle, aber kein Vergleich zu Raid zum Beispiel, das ist echt katastrophal. Kann es bei Raid aber auch definitiv daran liegen, weil die so aggressive Werbung machen, dass da so viele Leute ständig als neuer Account reinkommen, dass das einfach überfüllt ist. Die Leute spielen es 10, 15, 30 Minuten, vielleicht einen Tag oder so, sind enttäuscht, gehen wieder runter, aber das Account-Profil bleibt ja erstmal erhalten. Dass das einfach zu sehr stopft, was sie da betreiben, dieses Massenanlocken. Eventuell, ja. Was sie auch Probleme haben, ist zum Beispiel mit Inventar. Und das hatte ja, glaube ich, Timelines auch mit diesem Inventory Cap und sie können nicht mehr als 1000 machen, dass das wohl echt viel Serverkapazität frisst, wenn man da so ein hohes Inventar hat. Ja, wobei ich mich dann wieder frage bei Timelines, warum sie dann so viele Kack-Items haben, so viele unique Items. Bei mir ist es jetzt eigentlich ehrlich gesagt egal, was Janeway da in ihrem Kaffee hat, wie sich den Kaffee zusammenmixt, mit welchen Replikatorrationen oder was da alles drinnen ist. Dann sollen das halt Einheitsteile sein. Die hat immer wieder vorkommen. Aber ich brauche jetzt keine spezielle linksdrehende Mokkabohne oder sowas. Was? Nicht? Also dann sind die Serverprobleme auch so ein bisschen hausgemacht. Also bei den Uniformen, solange es so Universalsachen sind wie Sternflotten, Ingenieursuniformen und so weiter, kann ich damit ja auch noch leben. Aber wenn es dann irgendwie hier, wie heißen die denn hier manchmal, die Spezialjacken? Keine Ahnung, ich habe da jetzt zum Beispiel Antax-Hypospray. Wieso muss das jetzt Antax-Hypospray sein? Kann das nicht ein normaler Hypospray sein, den jeder andere auch verwendet? Dann wäre das ein Universal-Item und sie hätten weniger Probleme damit. Dass die Spieler keine Probleme damit haben und dann nicht wissen, ist das jetzt ein Universal-Item, wenn ich das da in der Replikator-Ration sehe? Oder ist das jetzt kein Universal-Item? Kann ich das für jeden verwenden? Kann ich das shreddern und so weiter? Und das Problem, das Spiel hätte weniger Probleme mit der Serverkapazität. Also, ja, gut. Aber wie du schon sagst, Timelines kommt damit ja offensichtlich ein bisschen besser mit klar, weil wir haben ja nicht diese Ruckler oder Aussetzer hier. Aber zum Beispiel hier sowas wie, das sieht aus wie eine 4-Sterne-Klingonen-Uniform, aber es ist dann natürlich nur rein Gaurons Rüstung. Und das siehst du ja erst dann, wenn du dich intensivst mit dem Inventar beschäftigst. Ja. Oder hier, was ist das? Odos Besatzungsuniform. So, da müsste ich jetzt erstmal herausfinden, weil dann steht da unten. Verwenden zum Bauen von Odos Besatzungsuniform Stufe 1. Ja, aber auf welchem Charakter von Odo denn? Odo hat ja auch 50.000 Charakter hier im Spiel. Brauche ich die jetzt noch? Hab ich den schon? Kommt der noch? Oder? Da bin ich. Also das ist echt dann denkst du, du brauchst es nicht, gehst auf Replizieren und dann hast du wieder den Namen nicht dazu. Dann musst du das Item wieder merken, müsstest du Screenshots machen von jedem Inventar und dann gucken, aha, ist das jetzt genau das? Aha, dann kann ich das hier verwenden. Das ist komplett idiotisch, diese Sache. Oder Holoroman, Skandal in Böhmen. Wer zum Hängen gebraucht das Ding? Jo, das habe ich noch nicht ganz verstanden, warum sie das so machen. Doppelt dreifach in verschiedenen Farben mit und ohne Sternchen vorkommen. Weiß ich nicht. Also das braucht es jetzt nicht unbedingt, um ein besonderes Starfleet-Feeling oder weiß nicht, Star Trek-Feeling zu erzeugen. Aber zum Beispiel hier, das fällt mir gerade auf, Kiras Niners Uniform konnte ich wegwerfen, weil die habe ich unsterblich. Guck mal, wie ein Item weniger. Und den Apollos Outfit, guck mal, da kann ich auch wegwerfen. Der ist nämlich auch schon unsterblich hier. Mensch, jetzt haben wir hier aber aufgeräumt. Das ist mein Jahresinventur hier gerade. Also bei mir erhöht das jetzt nicht das Flair, ob ich da jetzt Antax-Hypospray weghau oder ob das irgendein normaler Hypospray ist. Das ist nicht. Da sollten sie vielleicht an anderen Stellen wieder was
Na. was Trackiges einbauen. Rooks Robe. Rook habe ich auch schon unsterblich. Ja, hier sind schon vier, fünf Items Wahnsinn, weggeworfen. da findet sich was, ne? Jetzt kannst du dir vorstellen, wie lustig das war, als ich über die 1000 war. Irinas Outfit, wer ist denn jetzt Irina? Krennen, Zivile, keine Ahnung. Naja, wenn man über dem Item-Limit ist, muss man es halt genauso machen wie du gerade. Hat sich wirklich die Items anschauen, baue ich das noch oder kann ich es weghauen? Little John, da wüsste ich jetzt nicht. Priesterin Sarina, keine Ahnung. Kamalas Braut, keine Ahnung. Bei manchen weiß man Mirabelle es ist auch noch überhaupt nicht. neu. Virtueller Bildschirm zum Beispiel, braucht das jeder? Mobiler Emitter. Der primär das MHN, würde ich sagen. Ja, sämtliche MHNs. Das weiß ich nicht. Ja, da könnten Sie meinetwegen irgendwie so eine Filteroption machen, Vergleiche mit vorhandenen Charakteren oder eingefrorenen. Ich fände es ja ganz Und geil, wenn sie einfach ein Symbol keine Ahnung. machen würden für uniques Item. Weil diese 1000 Filter, die meintest du ja mal, weil man ja locker mehr Sachen im Inventar hat als diese Anzahl, die daneben steht, dass das Ja. halt unique Items und normale sind. Und dann denke ich mal, wieso markieren sie dann nicht die uniken Items und machen da irgendwie ein Symbol dran? Ein Stern, der dann dafür steht, das ist ein uniques Item. Ein Und dann weiß Stern, man der gleich, deinen uniken Namen sobald da trägt. so ein Stern ist, kann man es wegfrieren. Oder kann man es verschreddern, als Replikatoration verwenden. Ja. Also das wird irgendwann, wenn auch du und ich da unsere Probleme mitkriegen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo 785 von 1000. Also ich habe noch ein bisschen Ja, wie Platz drin, gesagt, ich war aber ja schon auf den 1000. Ich habe das ja ja. genauso machen müssen. Mir angucken, wie die Items heißen, mir Screenshots davon machen, was kein Witz vorher war, und dann halt zu sehen, okay, ich kann das weghauen, das Item. Das ist ultra mühsam. Es geht mir mega am Sack. Das hat mir das eine Mal echt gereicht, das zu machen. Zarus Outfit Kamina, oh Gott, keine Ahnung. Ja, vor allem, es sind auch manchmal so Sachen dabei, wie hier zum Beispiel Dr. Paul Stubbs Outfit. Der Stubbs ist doch, glaube ich, irgendwie letztes Mal neu dazugekommen. War vor 1, 2, 3 Wochen irgendwie so, mit diesen Naniten, Ja, genau. worüber wir gesprungen haben. So, ich habe den garantiert nicht gesammelt, den Kerl, oder? Ich weiß es, war das ein 4 oder ein 5 Sterne? War, glaube ich, 4 Sterne. Okay, dann werfe ich es mal nicht weg. Ich hätte es beinahe weggeworfen gerade. Als 5-Sterne-Outfit ist, da dachte ich, das wird dann auch ein 5-Sterne-Dude gewesen sein. Aber so, Wahrscheinlich der so ein Haarmeister 4 Sterne, immer weil noch man Stubbs. kriegt ja immer diese 5 Sterne Outfits fürs für diese 100 1000 Marke. Bei 100.000 gibt es meistens so ein Item. Wie jetzt zum Beispiel Archins Outfit, wirst du auch drinnen haben. Das neue Ja, man kann ja leider 5-Sterne-Outfit. hier nicht suchen. Am liebsten wäre es mir, wenn man die Wörter hier einfach alle suchen kann. Ja, kannst jetzt nur gucken, wenn du auf die Belohnungen klickst, ob du es eingesammelt hast oder nicht. Und da du es wahrscheinlich noch nicht gebaut hast, wirst du es noch drinnen haben. Archins Outfit, ja, nee, so hoch war ich mit denen noch nicht. Ich habe den Level 20, 30 oder so mit denen. Dreißig. Also er trägt ein Archins Outfit, aber nur mit einem Stern. Ja. Da kann man also die Faustregel nehmen, alles wo man mehrere Items hat, so über 5, dann wird das wahrscheinlich so ein reguläres Item sein. Und alles drunter ist so ein spezielles, aber kann man halt auch nicht immer sagen, weil manche Das kann Sachen man hat man nicht einfach pauschal sagen, ja. sehr selten, wie diese Reagenzgläser oder sowas, die was man permanent braucht. Also, ich fände es cool, wenn die das mit so einem Symbol hervorheben würden. Uniques Item, und da weiß man, alles klar, kann man weghauen. Oder sie sollen es so machen, dass man die uniken Items nicht sammeln kann, sondern zusammenbauen muss. Ja, Weißt du, dass du sie oder halt nicht überhaupt während eines weggeben. Events oder nicht auf einer Reise, also dass du sie nicht irgendwie sammeln kannst durch Zufall, sondern wenn, dann musst du sie aus bestehenden Items craften. Aber standard bestehenden Ja, Items craften. eventuell. Also Eventuell, kannst ja. du sie nicht versehentlich irgendwann, weiß ich nicht, hast den Charakter schon 2 Jahre im Inventar, hast du überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, sammelst da irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Teile auf einer Reise und da ist dann mal eine Jacke für diesen einen Unique-Charakter, Unique-Item dabei.
Taktik mal wiederzufinden, du wirst ja kirre auf Dauer bei. Ich brauche das halt echt nicht, so wie du sagst, dass jetzt eine Klingonenrüstung ist oder ob das jetzt Kangs Klingonenrüstung ist. Ja, mei, das erhöht jetzt nicht die Immersion so richtig drastisch, dass ich sage, nee. Boah, das Item heißt Kangs Rüstung, wow! Weltklasse. Also, außer es ist irgendwas Lustiges, also, weiß nicht. Gab es ja schon lustige Übersetzungen, aber wirklich brauche ich es nicht. Das ist genauso wie diese ganzen Texte bei den Missionen, bei den Shuttle-Missionen. Die habe ich mir noch nie wirklich durchgelesen. Nö. Bei diesen Shuttle-Events zum Beispiel. Da machen sie ja auch für jedes Event einen eigenen Text, den sie übersetzen dann ins Deutsche. Dann sollen sie die Zeit nehmen und lieber investieren in neue Charaktere oder in neue Features. Aber ehrlich gesagt, mir ist da egal, welcher Text da drinnen steht. Ja, das ist mir, glaube ich, auch egal. Also das erhöht jetzt nicht so die Star Trek-Immersion. Nö. Ich gucke mir auch nicht jedes Mal den Itemnamen an, von dem, was ich hier so in der Eile mal zusammencrafte für die. Das ist echt so... Es ist echt ein bisschen viel, was die hier drin haben manchmal. Naja. Zu kompliziert gedacht teilweise. No. Und das ist dann interessant, wenn man das dann vergleicht mit anderen Mobile-Spielen. Aber ein bisschen besseren Vergleich und sieht, okay, da haben sie vielleicht ein bisschen Schwachsinn gebaut oder das finde ich besser, auch so über längere Zeit betrachtet, wenn man denkt, ein Feature ist gar nicht so schlecht, wie sie es machen im Vergleich zu anderen Spielen. Oder Preise zum Beispiel. Ja. Ja, Preise, habe ich schon erfahren, sind relativ ähnlich zu zumindest zu dem einen anderen Game, was mein Arbeitskollege spielt. Der hat auch die Intervalle so 25 Euro, 50 Euro, 120 Euro. Da, sag ich mal, ist das günstigste bei ihm 3 Euro billiger als bei uns, aber dafür ist das teuerste 10 Euro teurer als bei uns. Okay. Das ist ja nicht wirklich viel der Unterschied, ne? Und das ist auch ein komplett vom an sich komplett anderes Game, aber viele Ähnlichkeiten auch. Du musst auch einmal täglich an sowas wie eine Art Daborad drehen, aber dann musst du dann halt wie heißt es? Gilden-Coins oder sowas sammeln, keine Ahnung. Du hast auch deine zwei, drei verschiedene Währungen, wie bei uns Kroniton, Dilithium, Ehre, die für unterschiedlichste Sachen gut sind. Auch deine wöchentlichen Events. Also es ist in vielen Punkten gleich, nur mit einem anderen Namen und Design dahinter. Währungen, du sagst da was. Ich spiele dieses Walking Dead Spiel. Road to Survival, glaube ich, heißt. Und da gibt es so viele tausende verschiedene Währungen, das ist echt krass. Da kommst du komplett durcheinander. Irgendwelche Angriffsmarker und Verteidigungsmarker und Goldmarker und Silber und Bronze und ich weiß nicht, 20, 30 verschiedene Marker und du weißt nicht mehr, was von denen du jetzt sammelst und für was verwendest. Das übertreibt das so massiv. Da lobe ich mir Timelines mit ein paar Sachen. Also die haben ja Ehre, dann haben sie Verdienste, Kronitonen, Dilithium, Credits und das war's eigentlich. Finde ich ganz angenehm. Auch schön unterteilt, dass es nicht überlappt irgendwie. Also kann man es auseinanderhalten einigermaßen, finde ich. Ja. Um auch mal was Positives zu sagen über Disruptor Beam und Timelines. Wir machen nicht alles falsch. Das ist wie Voyager, nicht alles ist scheiße. Oh. Na, ich muss aber tatsächlich sagen, wahrscheinlich lag es auch daran, dass ich Voyager lange Zeit jetzt nicht geguckt habe und dann sich im Laufe der Zeit dann so dieses Bild darüber manifestiert hat. Ich gucke es ja momentan wieder und ich muss sagen, ich habe, wie gesagt, ich habe es immer gesagt, es ist immer noch eine gute Serie, nur innerhalb von Star Trek für mich persönlich nicht die beste. In manchen Punkten sind einige Folgen wesentlich besser gealtert, als ich sie in Erinnerung habe. Einige Folgen, die ich vor 10, 15 Jahren vielleicht teilweise zuletzt geguckt habe, weil ich sie so bescheiden fand, finde ich heute viel nachvollziehbarer. Weiß nicht, ob das daran liegt, dass man älter wird und vielleicht, weiß nicht, weniger dieses, jetzt geh doch auf roten Namen, jetzt baller doch einfach mal rum, jetzt fighte doch endlich mal. Die Kirk-Mentalität.
Hört auf zu labern. Immer diese Stammtischmentalität, die da bei denen herrscht. Immer den Nebenraum, Quacksalben, bla bla bla. Nee, dann die Waffen feuern. Ich glaube, Trump ist auch mit Dose aufgewachsen. Oh, ey, das ist beleidigend. Aber nein, kann er nicht. Trump ist schon Mitte, Ende 70 und Star Trek an sich ist er erst 50 plus knapp. Es sei denn, seine aufgewachsene Phase war noch, als er 20 war. Ja, auch das will einiges erklären. Das Gefühl hat man ja jetzt noch, das Gefühl, man muss ihm irgendwie wie so ein Kleinkind alles erzählen. Okay, Politik Ende. Das finde ich so lustig. ja, ich habe sonst nichts mehr. Ich habe auch keine Unsterblichen. Ich habe Doughty gesammelt. Wir hatten letztes Mal irgendwie über Vizeadmiral Doughty gesprochen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob du den hattest oder ob der dir noch fehlte. Nein, ich habe Doughty gesammelt, dachte ich erstmal, was? Wir waren nämlich gerade bei so allen möglichen Währungen. Und dann dachte ich, hä, was ist Doughty? Das ist eine neue Währung. Das ist die Universalwährung. Mit der kannst du Credits, Chronitum, Ehre und Deletion, das ist Doughty, kannst du für alles einsetzen. Ich habe Lucien gesammelt auf der Reise gerade. Echt? Hast du den schon unsterblich? Ja. Achso. Ja. Was Neues ist die neue Kampagne. Ja, oh Gott, stimmt. Ja. Mit der Rakal Treu. Glaube ich auch schon jeder unsterblich. Die kommt auch auf keine Werte, auf keine guten. Spoiler. Hm. Und den Segelschiff. Voll ist die vier Sterne, ne? Mhm. Ja, okay, die hatte ich schon. Wer ist denn, oder wie gut schneidet denn hier Data? Unser Data-Segelschiff ab? Den habe ich auf einem Stern. Mhm. Und er hat 892 Befehl. Plus 400 mögliche. Nicht so der Hammer. Und Ingenieur ist wahrscheinlich noch schlecht, aber... Ja, 400 irgendwas. Oh Gott. Naja, die sind unterwältigt. Der Vollständigkeit halber. Ja. Das wird dann so ein Mitleidssammeln wieder werden. Ja, wobei die Kampagne bietet schon, also ich habe mir noch nicht so wirklich ein Endfazit gebildet über die Kampagne. Und zumindest schon mal angefangen mit einem Video für die Kampagne, also schon mal ein bisschen was zusammengesucht, was ich darüber erzählen würde. Aber jetzt hast du es gedroppt, jetzt musst du es in der nächsten Woche bringen. Ne? Also. Aber noch nicht so wirklich verglichen mit den Angeboten. Ich meine, 11 Euro ist echt nicht schlecht, wenn man das regulär spielt und auf Stufe 100 kommt. Dann ja, ich meine, es unterhält davor dich ist halt ein bisschen ganzen doof. Monat die Kampagne, die geht ja, wenn du schnell bist, schaffst du sie in 22 bis 25 Tagen, glaube ich. Hm. So einen Dreh. Ja. Und für das, was sie bietet, da sind ja teilweise 2-3 Mal auch hier Beholds drin. Diese lilanen. Lol. Lol. Nur zwischen lila und gold, so lol. plus das Dilithium und den ganzen anderen Quark, den man noch so sammeln kann. Und ja, ich finde es nach wie vor okay. Ich mache das dann immer so abhängig von den Goldenen und denke mir, boah, ne, haben wir jetzt nicht so die tollen Werte, soll ich jetzt wirklich? Ja, du könntest jetzt zum Beispiel, gut, wenn du sagst, er hat nicht die tollen Werte auf einen Stern, wie viel bringt er denn bei maximalen Sternen? Kann man das auch einsehen? Ja, kann man auch einsehen. Wird nicht so verkehrt sein, aber es hat nicht einer der besten. Das nicht, aber du hast ihn einmal, du könntest ihn jetzt viermal sammeln und kriegst am Ende nochmal eine Erwähnung, die du für jemand anders einsetzen kann im Gold. Also, wenn ich jetzt nur anhand von den Internetwerten gehe, was jetzt nicht beinhaltet Starbase und so weiter, hat er auf einem Stern 792. Und da habe ja ich jetzt 892, das heißt 100 kann man dazu rechnen.
Ja. Und wenn er auf 5 Sternen ist, hat er 1171. Also grob 1300 kann man sagen. Okay. Wie gesagt, nicht einer der besten, aber kann sicher auch mal helfen. Wird öfter mal in Events dabei sein. Ein Data, ja, immer mal, ne? Jetzt auch mit Dingens, mit Picard. Ja, ich nach wie vor, ich glaube, einer hat es vorhin hier im Chat auch schon mal geschrieben, also hier im Timelines-Chat. Weiß gar nicht, warst du das? War das jemand anders? Irgendwann hätte mit Dash gerechnet, oder warst du das? Hast du das gesagt? Ich weiß es gar nicht. Statt Worf hat jemand mit Dash gerechnet. Mit dem halt wurde hier irgendwo mal geschrieben. Okay. Nett, morgen, sehr, Wir haben danke. nur beim letzten Mal drüber geredet in der Aufnahme, Nee, wen wir das. verwenden, also wer so reinkommen könnte, weil du gesagt hast, es ist Picard doch schon ein bisschen älter und da könnte man jetzt schon Leute von Picard reinfügen. Dann haben wir überlegt, wer das sein könnte, Dash und so weiter. Ich weiß nicht, ob du das meinst. Nee, das war definitiv heute. Okay. Ich finde es eine tolle, offensichtlich habe ich das Bild vorhin im Discord im falschen Raum gepostet. Wo sind hier Star Trek Timelines? Okay. Das ist die STO-Community, die empfindliche. Das ist ja manchmal, das ist ja manchmal so ein bisschen wehleidig drauf. Die falsche Chat hier! Ist das so? Ja, steht da einfach nur. Falscher Chat. Add Anoholic. Kannst du zurückschreiben? Das ist mein Discord. Das nächste, lol, okay, ich dachte schon, XD. Skytalker hat das geschrieben. Worf als Highlight habe auf Dash gehofft. Genau, da habe ich es ja. Und dann Gestern. hat der Anno den Scrooge gepostet. Jetzt Mit ja. Schlafhäubchen. Guten Abend, gute Nacht. Jo, Judy. Ja, in diesem Sinne, guten Abend, gute Nacht. Guten Abend, guten Na wie war denn das nochmal bei Truman Show? Guten Morgen, guten Abend, guten Nacht. Nee, hä? Weiß ich nicht mehr. Wir kriegen nicht mehr zusammen. Das ist aber ein guter Film. Ja, der war echt gut. Hammerfilm. Einer der wenigen Jim Carrey-Filme, die man ohne Drogen ertragen kann. Ich weiß, diese Ace Ventura-Filme, die kannst du, glaube ich, nur ertragen, so ab 1,5 Promille aufwärts. Aber Respekt, was der mit seinem Gesicht hinkriegt. Ja. Aber wäre auch so eine geile Filmrezension. Auch ohne Drogen gut empfehlbar. Es sind dann solche Dinge, die dann im Regal stehen, mit Prädikat besonders wertvoll. Oder steht gleich dabei, welche Drogen man braucht. Ziehen Sie sich vorher das und das rein, dann okay. Vor Konsum des Films empfehlen wir den Konsum weiterer Mischzutaten. Wie bei diesen ganzen Packungen, Maggi und so weiter. Die Zubereitungsempfehlung. Oh. Oder so Minzblättchen dabei ist oder so. Gleich die Drogenpackung. Schön. Herrlich. Ja, macht immer wieder Spaß. Unser wöchentliches Comedy-Programm. Und ein bisschen Timelines. Wir haben heute mehr über Timelines gesprochen als die letzten Male, weil wir uns von Picard halt komplett weggehalten haben. Na, guck mal, gleich gibt es die Jitsia schon mal. Okay. Belohnung, Community, jetzt weiß ich ja, wo der Button ist. Ab 600.000 gibt es erst den, wie ist er nochmal? Arishin. Bin Arishin. ich immer ganz witzig mit der Echtzeit, wie das hochgerechnet wird, wie viele Leute da gerade was machen. Das rattert echt permanent hoch. Naja, der Server kommt da gar nicht mehr nach, diese Zahlen da hochzuradern. Ja. Und irgendwann bleibt es dann, weil er völlig erschöpft ist, einfach mal ein Standbild stehen und dann geht's wieder ab. Auch interessant, dass sie für sowas dann Serverkapazitäten haben, um das quasi in Echtzeit hochzurechnen.
Aber dann ganz wiederum ehrlich, mit den Items dann wieder, mit dem Inventar dann wieder hapern. So. Die Zahlen wären mir eigentlich völlig egal. Sie brauchten sie gar nicht auf 300 Millionen hochsplitten. Da wird man auch lang, weiß nicht, 0 bis 100. Dann kann die Zahl ja auch langsamer durchschalten, wenn der gesamte Ladebalken einfach nur 100% ist. Ja. So, what the, sind das jede einzelne wozu Punkte, die er spielt gegen hier? Oder ich weiß es nicht. Mysterien. Judy, okay. Dann wollen wir mal abgeben in die nächste Folge, oder haben wir noch was? Nee, ich glaube nicht. Wollte nur sagen, danke an alle fürs fleißige Spenden, die in der Flotte sind von uns. Starbase 110 eben gerade am Erreichen mit Ops. Ups. Ich bin ja immer noch der Mann. Ich hab das so ein bisschen als Challenge hier akzeptiert, mit dass du denkst, dass die Sicherheitsfertigung vor dem Hauptmaschinenraum fertig wird. Er baut gerade alles in Hauptmaschinenraum. Hier in Holo in der Mitte und du hast das andere da Tritanium investiert und immer schön reingebuttert. Also, sehr fleißig. Wenn ihr mir helfen wollt, dann Team Anno oder Team Valvo. Zeigen wir es Valvo, ja, und stopfen wir den Maschinenraum voll, bevor die Sicherheit drankommt. Mache ich aber, also bei der Holo in der Mitte mache ich es auch immer so. Die butter ich immer sofort rein, sobald ich die habe. Aber da man so wenig hat. No. Also da habe ich jetzt noch 19 und die kommen am nächsten Tag auch wieder rein. Da helfe ich sogar deinem Team Hauptmaschinenraum. Ja, wenn ich dann in 2 Tagen habe ich eigentlich wahrscheinlich gar nichts mehr, weder die Holo-Emitter noch das Tritanium, wie es als heute heißt. Dann muss ich wahrscheinlich umschwenken auf Nanopolymer. Dann muss ich dann auch bei deinem mit aushelfen. Oder du suchst ja irgendwas anderes raus. Notfalls sogar diese dynamischen Rückgewinnungseinheiten. Was ich auch mal witzig finde. Wo man ein Replikator-Ding hat. Ja, ja. Aber da dürfte es welche geben, die das exzessiv machen. Ja, das eine Ding ist fast fertig hier. Ja. Naja, das heißt fast, es fehlen noch 6.174 oder dann. So. Aber trotzdem halt 23.000? Nicht die schlecht. Hier im Hauptmaschinenraum gekauft, Freunde. Finde ich auch. Als Spoiler, so viel bringe die nicht, diese Replikator-Rationen. Nee. Es bringt genau eine Replikator-Ration mit sich. Aber auch da gerne können wir uns ja austauschen, wenn irgendjemand sagt, er möchte das unbedingt vorne haben, kann man das ja auch machen, dass man das mal auf die Empfehlung setzt. Aber ich sehe jetzt den Wert nicht extrem darin. Also. Haben wir die Krankenstation schon lange fertig? Ja, ja. Auch Stufe 10. Ist das denn eigentlich auch so, dass also die Hauptmaschinenraum, Sicherheitsfertigung und so weiter, da ist auch überall Stufe 10 Maximum? Mhm. Oh. Also wir sind schon und echt gut dabei. Obst, machen wir gerade Stufe 8 oder sind wir dabei von Stufe 8 auf Stufe 9? Ich glaube auf 9. Das heißt, da fehlt auch nur noch ein Raum. Was machen wir denn, wenn wir alle durch haben? Richtig langweilig, ne? Echt mal? Hier, Disruptor Beam. Ich fange lange Endgame-Content. Es wird noch gefühlt wahrscheinlich 1,5 Jahre dauern, bis ja. Ich das als gefühlt hat. Ja. Weißt du denn, was Maximum ist? Auf dem deutschen, ich guck gerade nämlich nach, auf dem deutschen Discord postet einer immer so eine Flottenzusammenfassung. Ja. 134. So eine ungerade Zahl, ne? Mein innerer Monk schlägt da aber schon Höllenalarm. Ja. Aber hallo. Also wenn ihr Transport Fever verfolgt, werdet ihr wissen, warum wir 134 als ungerade Zahl empfinden. Oder der Anno zumindest. Ich wollte gerade sagen, du jetzt auch, habe ich das schon, ist schon ansteckend. Also auf dem Discord gibt es zum Beispiel, kannst du ja kurz herzeigen, so eine Liste von Flotten, die es halt gibt, diese ganzen internationalen Flotten, wie die heißen, und da steht der Starbase-Rank daneben und da steht überall 134. Stehen wir auch oder dabei? Oder weniger. Nee. Doch, ja, ich habe uns reinschreiben lassen. Aber sie haben nur reingeschrieben 100 plus. Oh, wie abwertend. Ja, echt. Kannst ja mal reinschreiben, hey, wir sind schon 110 inzwischen, yo. Ich kann dir das ja mal schicken, wenn du es auch herzeigen magst.
Oh Gott, dann muss ich es ja wieder doppelt hochladen. Ich hab's ja, weißt du, ich hab's letztes Mal noch, ne? Als wir das mit den Eagle Moss Shuttles da gemacht haben, mit dem Runabout, ne? Haben wir es ja hergezeigt. Ich habe während der Aufnahme noch gesagt, ja, dann muss ich nachher noch im Video schneiden, oben und unten, im Browser und wegen der Taskleiste und Und dem ganzen Kram. es war klar, dass du es nicht machst. Es war klar, dass ich es vergessen habe. Hatte Stelle ich es ich. dann am Freitagabend um 18 Uhr oder so fest und denke, okay, erstmal Video aufnehmen, nochmal Echt, schneiden hast du und gemacht? dann, ja, natürlich. Bin Alles da ein für die Fans. bisschen. Ich bin da ein bisschen, ja, für die Fans nicht, es ist tatsächlich dann eher für mich, weil ich brauche es nicht, dass Leute Alles für wissen, was mich. meine, also es langt ja schon, ich meine, da steht jetzt natürlich nicht das exakte, die exakte Verbindung, aber die Leute sehen ja zumindest, bei welcher Bank und sowas ich dann da bin, durch die Schnellwahlleiste Okay, oben. Ja, da hatte ich Das dir, wird glaube ich, noch überhaupt keine gesagt, so Risse. Achtung, nicht Skype zeigen. Weiß nicht, ob du das dann auch weggeschnitten hattest. Skype hatte ich nicht drin. Okay. Ich habe das Bild, glaube ich, auf meine Festplatte gespeichert, was du mir geschickt hast, glaube ich, von dem jungen Picard. Und dieses Bild dann manuell einfach nur als Bild bei Aber du OBS hast es ja geschmissen. aufgerufen, als ich es dir geschickt habe. Ja, aber ich mache Du ja keine musst es ja. Bildschirmaufnahme. Okay. Ich mache ja hier immer explizite Game-Aufnahmen. Das heißt, selbst wenn ich das Spiel jetzt hier schließe, nimmt er im Hintergrund das Spiel auf. Das Okay. ist ja schon so gewollt bei mir. Und damit ich eben halt nicht durch Versehen sowas öfter Ja. habe. Und das, wie gesagt, da konnte ich ganz normal Skype aufrufen, habe Rechtsklick speichern unter von deinem Bild gemacht auf dem Desktop und habe dieses Bild dann manuell in OBS als Okay. Bilddatei hinzugefügt Ja, und nee, konnte es dann. das wäre mir zu mühsam. Ja, Das ist dir zu mühsam? man Das kann es ja auch über funktioniert mal einfacher, als Bildschirmübertragung nachher machen. ein Video zu schneiden. Nee, man kann es ja einfach als Bildschirmübertragung machen und halt aufpassen, was man zeigt. Ich aufpassen, hallo. Das ist immer so Mitdenken beim übersichtlich. Zeigen, Hanno. Na, viel zu Na. müßig. Ja, jedenfalls sieht man da mit den 134, dass das dann das Maximum ist. So. Das sind aber jetzt nur deutsche, also rein nur deutsche Flotten. Oder ist das Kann ich gar nicht international? sagen. Wenn da unten steht. Guck Ganz mal, das unten ist sind ganz unten sind wir. wir. Aber es gibt auch welche, die kleiner sind als wir. Zum Beispiel hier United Federation of NRW. Die UFOn. Die können ja gar nichts. Grüße. Wer kann nichts? Die fast da kleiner sind als wir. Ach, die gar keinen Rang haben, oder was? Ja, ich glaube, manche haben sich auch nicht reinschreiben lassen, wie Sachsen zum Beispiel, UNSC. Oder Ja, da wäre ich Berlin. da sehr vorsichtig, was das wieder alles ist. Bei unserer aktuellen Lage hier. Ja, es scheint aber schon die Deutschen zu sein. Ja, genau, Wien. Wird schon Sinn machen. Ja, alle deutschsprachigen halt. Friends of Weil, Ducks ganz zum ehrlich, ich weiß, Beispiel. Stars, Elite Stars, Germany, Writer, Deutsche, Stars, Drill. German. Pff. Da kann es auch wirklich jeder sein, Ja gut, irgendwie. Warp XI. Ja, Warp XI Deutschland steht da aber Ja. auch. Ist eigentlich der Flottenname von der Anzahl der Buchstaben begrenzt? Weiß ich nicht, man muss den Kenny fragen, wenn das Weil, noch wenn weiß. ich da oben lese, Deutsch-Klingonische Allianz, das ist ja schon eine heftige Anzahl an Buchstaben. Deep Space Exploration Fleet. Anonyme Geil finde ich den Kontakt bei Mirror Unimatrix. Go mirror yourself. Redfish. Jetzt guckt der Anno gerade, ob noch andere lustige Namen drinnen sind. Nö, also generell gucke ich einfach mal das Bild durch, so zeige ich es auch mal in der Aufnahme her. So, wenn du das herzeigst, kann ich ja noch ein bisschen beim Eventel weitermachen da oder starten mal. Mal Schauen wir uns das anfangen. auch noch ganz kurz an.
Am Bau-Event. Das sind wir. Da ganz unten. Da ganz unten. Dann zum Bau-Event gibt es wieder zu sagen, es lohnt sich natürlich, die Charaktere auszufrieren, damit man die zur Verfügung hat, die Event-Charaktere. Ja, genau. Und generell auch welche E-Chap-Decks und Archen. Und ein Versorgungspaket ist auch immer ganz praktisch, wenn man das am Laufen hat, damit man einfach ein bisschen weniger zahlen muss. No. Deswegen hatte ich gestern nämlich schon die gute Dex ausgefroren. Wahnsinn. Jodi. Judy. Ja. Also von meiner Seite wären wir durch. Ich bin sowieso immer dauer durch. Deswegen sage ich mal, gehen wir mal ab an die Events der nächsten Woche. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken. Bis dann, macht's gut. Hummel, hummel. Moss, moss. Danke euch fürs Zuschauen und wie gesagt an die Flotte fürs fleißige Spenden. Wenn ihr auch Teil der Flotte sein wollt, dann schreibt es mich gerne an und dann gucken wir mal, ob was machbar ist. Im Moment sind wir voll, aber immer durchaus möglich, dass der eine oder andere dann die Tage erreicht. Omega ist gerade drüber, aber da haben wir ja mal drüber gesprochen, was da gerade der Fall ist. Mhm. Genau. Müssen wir dann einfach mal gucken, aber einfach mal anschreiben. Was ist denn mit Admiral Cora los? Der ist gerade beschäftigt, hat er mir auf Discord geschrieben. Gerade nicht so viel Zeit zum Spielen. Einer der aktivsten auf einmal dann guckst du mal versehentlich rein, wie jetzt schon seit 2 Wochen nicht mehr. Hallo? Von 100 auf 0. Oder von 1000 auf 0. Von 1000 auf 0. Das ist so Crash-Test, Dummy-Test. Ja, genau. Also gerne anschreiben. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Grüße an alle, die in der Flotte sind. Und an alle anderen natürlich auch. Grüße. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Also sagen wir mal so, wenn das Event jetzt enden würde, würde ich noch einen goldenen Dwarf kriegen. Jetzt einfach so Serverprobleme sich wünschen. Ja, bitte bis Montag, danke.